Bitte komm, Basis. Bitte komm. Alles tot, Mann. Wir müssen landen. Das wird zu wild. Gut festhalten da hinten. Das war knapp. Leute und herzlich willkommen in der Antarktis. Wir sind hier nämlich in dem Level Antarktis. Yo. Und eins will ich mal sagen, Leute. Da, wo ich wohne, ist gerade so eine üble Hitzewelle unterwegs. Naja, wobei, eigentlich mittlerweile geht's ja noch. Also in den letzten Tagen war es hier wirklich unglaublich heiß und ich bin förmlich gestorben vor Hitze. Und wenn ich das Ganze hier so sehe mit Schnee, Kälte und Eis und so weiter und so fort, habe ich förmlich Lust, im wahrsten Sinne des Wortes, in das Spiel einzutauchen. Jo. Gut, also, neues Abschnitt, neues Glück. Neuer Abschnitt, oder? Ach, keine Ahnung, scheiß drauf. Jedenfalls neue Fails, neue Aggression und so weiter und so fort erwarten uns jetzt hier. Okay, ich weiß auf jeden Fall, erstmal sollte ich hier irgendwo runtertauchen und genau das da ganz schnell aufheben und wieder an Land. So schnell es geht, weil ihr seht ja oben, ganz oben links ist jetzt da so eine Leiste aufgetaucht. Scheiße. Das ist nämlich die... Scheiße. Okay. Das ist nämlich eine neue Erneuerung halt in dem Tomb Raider 3 Spiel, hier in dem Abschnitt. Und zwar die Kälteleiste oder... Ja, ja, Kälteleiste ist ja eigentlich ganz gut. Und zwar kann die Lara hier jetzt nämlich erfrieren, wenn sie sich zu lange in diesem eisigen Wasser hier aufhält. Und da habe ich gerade jetzt Munition aufgehoben. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo noch etwas liegt. Hier irgendwo in dem Gewässer. Ja. Weiß ich halt wirklich nicht. Und falls ja, dann werde ich mir das eventuell später anschauen oder gar nicht. Weil es ist wirklich arg doll knapp hier. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel, was wir gerade nicht haben. Hier ist ein Schiff und ja, überhaupt ist hier gerade ganz schön viel am Anfang. Was machen wir jetzt eigentlich hier, ist die Frage. Ja, die Lara, die hat ja jetzt das letzte Artefakt in London aufgehoben und jetzt ist sie auf der Suche nach dem Professor Willard, den sie ja nach dem ersten Abschnitt kennengelernt hat. Der eine alte Sack da nach Indien halt, der da halt aufgetaucht ist in dieser Endsequenz. Scheiße, ich wusste, das würde nicht gehen. So, da können wir aber hochklettern. Ja, und nach dem suchen wir jetzt und mal gucken, was sich halt so ergibt, ne? Das ist auf jeden Fall so ein riesiges, fettes Schifflein. RX Explorer. Ist nicht so groß wie die, wie das Wrack der Maria Doria, muss ich sagen. Ja, wie die Maria Doria halt aus Tomb Raider 2, ne? Ihr wisst schon, das geile Ding. Hier liegt nichts, ne? Gut. Ja, das... Ich sollte hier wirklich nicht so oft rumtrödeln in dem Wasser, vor allem nicht dann, wenn ich nicht weiß, wo ich hier rausklettern kann. Mein Gott. Ich schaue mir jetzt einfach nur noch von hier oben an, ob da irgendwas liegt, ne? Gut, aber hier scheint nichts zu liegen, deswegen klettern wir jetzt einfach weiter. Ja, die Leiste... Nein! Das wollte ich doch gar nicht von dir, du dämliche Kuh. Meine Fresse, willst du mich hier wieder rumärgern oder wie? Raus mit dir. Oh Mann, ich sag doch, es geht wieder los mit den Fails. Das war jetzt keine Absicht. Ich wollte schauen, ob hier irgendetwas liegt, du Dämliche. Also, lauf doch nicht einfach so sinnlos darüber. Nun gut. Meine Güte, irgendwas wollte ich sagen. Egal, wir hangeln uns jetzt hier mal an dem Eis entlang, was natürlich jeder Mensch kann. Ich meine, da würde man überhaupt nicht ausrutschen oder so, was einfach mal logisch ist. Naja, egal. Schwupps.
lassen wir uns hier drauf fallen und jetzt gehen wir dieses Schifflein erforschen. Okay, liegt hier irgendwas? Nope. Okay, hier kann man scheinbar rein. Ist also wohl der einzige Weg. Wow, das sieht krass aus. Okay, da ist nichts. Ich will mir meine andere Waffe rausziehen. Achso, Hintergrundsounds ändern sich. Ich höre doch schon die ersten Gegner hier wieder. Was wollen wir denn nehmen? Oh Gott, Raketenwerfer, das sollte ich ja irgendwie auch noch verwenden, ne? Weil das eine sehr starke Waffe ist. Da. Hättest du wohl gerne, mein Lieber. So, der ist tot. Und hier ist gerade irgendein lautes Geräusch. Das soll wohl irgendeine Maschine oder so sein. Und ich habe hier gerade mehrere Wege zur Auswahl. Ich gehe mal hier lang. Ich höre hier schon wieder ein. Alter, wo kommst du denn her? Nein, was schießt du mich jetzt auch noch ab? Okay, der hat uns auch nichts hinterlassen. Also, ich weiß nicht, wer diese Kerle hier sein sollen, die hier gerade versuchen, mich zu töten. Ich gehe mal davon aus, dass das auch irgendwelche Mitarbeiter, also halt irgendwelche Männer von diesem Professor Willard sind. Aber warum zur Hölle versuchen die uns zu töten? Ich meine, ganz ehrlich, das sind doch Mitarbeiter von Willard. Die sollten uns ja eigentlich nicht töten. So, ist hier noch irgendetwas? War hier nicht noch irgendwo ein Medipack? Oder war das an einer anderen Stelle? Ich weiß es nicht. Na, egal. So, wo? Was? Ich hab dich gehört. Wo bist du? Hä? Okay. Merkwürdig, aber egal. Ich will aus diesem lauten Raum hier jetzt raus. So. Wo ist eigentlich der Kerl, den ich hier die ganze Zeit höre? Mann, das macht mich voll nervös. Und die Tür ist zu, verdammt. Hier kommen wir nicht durch. Also ich kann mich wirklich am allerwenigsten, ja, an diese Level halt erinnern. Es muss hier irgendwo weitergehen, Leute. Dieser Hebel, der hat doch für irgendwas hier gesorgt. Also dass irgendwas hier aufgeht. Oder so. Hä? Bin ich jetzt komplett behindert oder was? Also Leute, ihr merkt schon, ich kann mich wirklich kaum noch hier an das ganze Zeug erinnern. Dieser Antarktis-Abschnitt ist auch wirklich der Abschnitt, an den ich mich wirklich am allerwenigsten erinnern kann von dem ganzen Spiel. Aber dafür mag ich Antarktis wirklich sehr. Also sind auch wirklich ganz geile Levels hier mit dabei, finde ich. Oh. Ach, es hat sich eine Luke geöffnet. Ach, wie interessant ist das denn? So, hinterlässt du mir irgendwas? Nein, warum solltest du denn auch? Du bist ein Gegner von Lara, deswegen. Du willst ja versuchen, nach Möglichkeit, dass die Lara hier ja nicht lebend rauskommt. Eigentlich. Deswegen versuchst du mir auch nichts zu hinterlassen. Nur schade, dass manche deiner Kumpels so blöd sind und mir doch etwas hinterlassen. Ich weiß auch nicht, was das für eine Logik gerade ist. Was ich hier gerade so erzähle, ne? Ach da, sieh eine an. Der hinterlässt mir tatsächlich irgendwas. Und hier geht's ja auch noch lang. Meine Fresse, hier sind irgendwie ein bisschen zu viele Wege gerade. Wo? Hinter mir ist ein Gegner, okay. Ah, guck mal. Mit dem Schalter können wir dieses eine Boot, was da oben liegt, so runterfallen lassen. Platsch! Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, in das Boot reinzukommen. Also man muss jetzt nicht unbedingt hier diesen Schalter hier dafür aktivieren. Ja, ne? Okay, das werde ich dann auch gleich mal zeigen, wie man noch da reinkommen kann. Nur wüsste ich dann... Ach da. Ne, warte mal. Wenn ich diesen Schalter aktiviere, komme ich ja wieder zurück. Das weiß ich ja. Und ich finde das so geil. Wieder diese typischen Wrack der Maria Doria Hintergrund-Sounds, die halt ein bisschen anders sind.
Also, Entschuldigung, die Area 51 Hintergrund-Sounds gibt gerade halt wieder ein bisschen Tomb Raider 2-Feeling und ja. Ist hier oben irgendwas? Nein. Da würde mich doch mal interessieren, wie viele Geheimnisse es in dem Level gibt. Okay, drei. Eins von diesen Geheimnissen ist auch wirklich mega geil, krass geil, einfach mega krass versteckt. Und ich habe es wirklich nur durch Zufall gefunden, muss ich sagen. Also, hier geht's irgendwie raus, aber macht das irgendeinen Sinn? Ich glaube nicht. Also, noch nicht, weil ich muss ja... Oder? Nee, eigentlich muss ich ja nichts mehr machen, ne? Ich muss nur noch in das Boot rein. Aber das habe ich ja mit dem Schalter schon aktiviert. Also, dass das Boot da runtergefallen ist. Aber hier gibt es ja natürlich noch ein Geheimnis. Und das kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Deswegen muss ich hier doch noch nicht weg. So, das holen wir uns jetzt. MP5 Money und ein Kristall. Das ist geil. Und die Teile hier, die kann man leider nicht zerschießen. Was ich wiederum total unlogisch finde, weil so hart kann so eine dünne Eisscheibe ja nicht sein, oder? Naja, das ist ja den Core-Designern überlassen, ne? Da kann man, glaube ich, übrigens nicht hochkommen. Das ist einfach nur, damit das Schiff ein bisschen vielfältig und detailliert aussieht. So, bevor ich dann da runterspringe, gab es dahinter auch noch irgendwas, glaube ich. Genau, das ist dann auch noch so eine Möglichkeit, um in das Boot reinzukommen. Das Teil hängt nämlich hier und wenn man hier diese Schräge runterrutscht, ist man dann auch automatisch im Boot drin. So, ich möchte mal speichern, bevor ich da einen Sprung wage, weil das ist schwierig hier, ne? Ja, genau das wollte ich gerade meistern. Was ich auch zum Glück gerade gemeistert habe. Deswegen wird jetzt gefälligst gefeiert oder ich töte die ganze Menschheit. So, hier wollte ich nämlich reinkriechen. Hier ist nämlich noch eine Rakete, glaube ich, drin. Ey, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist das doch wirklich krass, dass ich mich an sowas erinnern kann. Aber wo es im Boot weitergeht, nicht. Genau, hier liegt tatsächlich eine Rakete. Leute, schaut euch das mal an. Das ist doch wirklich ein bisschen seltsam manchmal, dass ich mich einfach an solche Kleinigkeiten erinnern kann, aber nicht an so eine Scheiße wie... Quatsch. Dass ich mich an so eine Scheiße erinnern kann, aber nicht daran, wie es weitergeht in dem Level. Das ist wirklich typisch manchmal. Das ist immer typisch. So, wenn hier dann nichts weiteres liegt, würde ich dann eigentlich auch gleich da einsteigen. Ich durchsuche mal gerade ein bisschen... Also ich suche das Wasser mit meinen Augen ab. Aber scheinbar liegt hier auch nichts. So, dann werden wir hier jetzt mal einsteigen. Nochmal speichern vorher. So, ich glaube, das geht jetzt nicht, dass man wie in Tomb Raider 2... Oder? Ach doch, das geht tatsächlich geil. Also, dass man hier einfach in das Boot einsteigen kann, ohne dass man da rein... Also, ohne dass man ins Wasser springen muss. Wie kann ich dieses Teil jetzt steuern? Ah, okay, das ist Rückwärtsgang, das ist Vorwärtsgang. Also nicht so ganz wie in Tomb Raider 2. Ist eigentlich genau wie Quadbike, oder? So. Ich suche gerade hier einfach mal, ob es hier irgendwas gibt. Ach ja, Leute, und das ist, also das, was ihr gerade hört, ist das typische Main-Theme für die Antarktis. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Ah ja, und schaut euch das mal an. Wir können damit auch noch so geil an Land fahren, oder? Da, das will ich mal eben ausprobieren. Hier, schaut euch das an. Na, okay, scheiße, das geht doch nicht. Was mich mal interessieren würde, ist, ob es hier einen Schnellstart gibt. Also so einen Turbosprint. Naja, ich probiere das später aus. Vorher muss ich nochmal aussteigen, wie ich gerade festgestellt habe. Weil es da an Land noch irgendwas gab. Na los, raus mit dir. Hallo? Wie steige ich hier ab? Och, Lara, verarscht mich nicht. Scheiße! Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier rauskommt, Leute.